gläubiger Jünger war dem hohen Priester bekannt und ging mit Jesu hinein in des hohen Priesters Palast. Petrus aber stund draußen für der Tür. Da ging der andere Jünger, der dem hohen Priester bekannt war, hinaus und redete mit der Türhüterin und führete Petrus hinein. Da sprach die Magd, die Türhüterin, zu Petrus: Bist du nicht dieses Menschen Jünger? Er sprach: Ich bin's nicht. Es stunden aber die Knechte und Diener und hatten ein Kohlfeuer gemacht, denn es war kalt und wärmeten. Petrus aber stund bei ihnen und wärmete sie. Aber der hohe Priester fragte Jesum um seine Jünger und um seine Seele. Jesus antwortete ihm: Ich habe frei öffentlich geredet für die Welt. Ich habe alle Zeit geredet in der Schule und in dem Tempel, da alle Juden zusammenkommen. Und habe nichts im Verborgenen geredet. Was fragest du mich darum? Frage die darum, die gehört haben, was ich zu ihnen geredet habe. Siehe, dieselbigen wissen, was ich gesaget habe. Als er aber solches redete, haben Diener eine, die dabei stunden, Jesu einen Backenstreich und sprach: Solltest du dem Hohen